Und noch einmal hallo mit einer weiteren Box von Tonic Studios. Der Name, tja, weiß ich jetzt nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, ihr seht die Box. Die habe ich hier auch wieder ganz simpel gehalten. Man kann jede Menge an Deko draufpappen, aber hier so ganz schlicht dekoriert mit Kontrast funktioniert das auch und hat seinen Effekt. Muss man ein bisschen rauszoomen. Noch ein bisschen. So, dann können wir das Ganze mal aufmachen. Die hat hier oben so einen Verschluss. Ich habe sie noch nicht oft geöffnet. Das hält hier wohl bombenfest. Jetzt haben wir es. Okay. So. Genug Platz drinne für Süßigkeiten oder was auch immer. Ist auch sehr schnell gemacht. Dekorativ, wenn man mal was verschenken mag und nichts Gekauftes nehmen möchte, kann man die ganz schnell machen. Viel gibt es da eigentlich auch nicht mehr dazu zu sagen. Es gibt hier noch verschiedene Standsteile, die man einsetzen kann in den Rahmen, um andere Dekoteile zu erhalten, wie man das von Tonic gewohnt ist. Jedenfalls ein tolles Set, werde ich noch öfter benutzen. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.